Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Bauhaus-Workshop. Wir haben hier in unserem Badezimmer schon den Estrich verlegt und der ist ziemlich gut geworden. Ein, zwei Stellen brauchen aber noch ein bisschen Nacharbeit. Und dafür gibt es ein cooles Mittel, nämlich selbstnivellierende Ausgleichsmasse. Let's do it! Bevor wir mit der Grundierung anfangen, fegen wir die Oberfläche einmal komplett ab. Ganz schön viel gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Guck mal, wenn man hier so ein leichtes V macht, dann tropft das auch nicht. Hoffen wir zumindest. Ne? Oh, guck mal, ich merke hier, ich brauche hier schon einiges an Material. Wir bauen in unserem Badezimmer eine bodengleiche Dusche ein und die benötigt einen Estrich mit Gefälle. Damit uns für den anderen Estrich jetzt aber die Ausgleichsmasse nicht in den Bereich hineinläuft, haben wir weiterhin unsere Verschalung stehen. Und wie man einen Estrich mit Gefälle baut, das seht ihr in dem Video für die bodengleiche Dusche. Jetzt mischen wir die Ausgleichsmasse an. Wenn ihr den Spachtel anrührt, dann beachtet auch hier wieder exakt die Herstellerangabe. Bei unserem Produkt sind das 6 Liter Wasser auf 20 Kilo Spachtel. Und auch hier wieder der kleine Tipp am Rande. Erst das Wasser in den Bottich und dann den Spachtel, denn dann staubt es einfach nicht so. Bevor ihr volle Kanne loslegt, denkt dran, mischt immer nur so viel an, wie ihr auch wirklich innerhalb von einer Viertelstunde verarbeiten könnt. Dann noch ein bisschen rüber. Vorsicht, deine Schuhe. Das sind Arbeitsschuhe. Das Gute ist ja, dass der sich selber nivelliert. Mit der Nagelwalze entlüften wir jetzt die Ausgleichsmasse und nutzen es auch gleichzeitig als Möglichkeit, noch so die letzten, naja, vielleicht etwas zu hohen Materialstärken so ein bisschen auszugleichen. Ja, und ganz glatt wird das Ganze am Schluss tatsächlich von alleine. Susanne, ich bin fast fertig, weil wir einfach Team Turbo sind. Na, aber absolut, genau. So, das war die letzte Rolle. Ja, fertig. Jetzt muss es nur noch trocknen und dann kommen die Fliesen drauf. Genau. Also ich finde ja, die Ausgleichsmasse macht im Namen alle Ehre. Perfekt geworden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier im Bauhaus Workshop. Tschüss.